Gute Frage. Die Juden selbst waren ja quasi indigen, denn sie stammten ja aus dieser Region. Hier steht allerdings, dass ab den 20er Jahren massenhaft Juden nach Palästina eingewandert sind. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe aber auch gelesen, dass zum selben Zeitpunkt auch massenhaft Araber eingewandert sind. Herr von Wagner, wenn da dauernd massenhaft Menschen angesiedelt kamen, wessen Kolonie war es denn dann? Noch eine gute Frage. Eine Kolonie ist doch so eine Art Zweigstelle des Heimatstaates, nicht? Ja, durchaus. Ja, ja. Jetzt hatten die Juden ja damals gar keinen Heimatstaat. Aber sie haben Palästina zu ihrer Kolonie gemacht. Obwohl sie ursprünglich daher stammten. Dann haben sie ihre alte Heimat kolonisiert. Aber Palästina war doch schon eine Kolonie. Ach, von wem? Von Großbritannien. Wollen wir uns darauf einigen, dass die Briten schuld sind? Sehr gerne. Ach, Gott. Wunderbar.